Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen zum Wochenstart hier. Heute ist der 12. November und wir blicken heute wieder auf ein paar interessante Charts im Namen auf das Währungspaar Australdollar, japanischer Yen, Euro, britischer Pfund und US-Dollar, Kandollar. Alle, die hier auch live zuschauen, meinerseits wieder die Einladung, wenn Sie eine Frage haben oder ein Wunschwährungspaar oder ein anderes der Möglichkeiten hier bei Tickmill zu traden, ein anderes Instrument sozusagen. Wir können ja hier neben dem Forex-Markt auch den Aktienmarkt, also in Punkt Indizes, genau, in Form von Aktienindizes, jetzt habe ich es, in Rohstoffen können wir traden, in Anleihen und in Kryptowährungen. Also wenn Sie Fragen dazu haben, einfach hier rein im Facebook-Chat oder aber auch im GoToWebinar direkt in die Fragefelder reingeben und dann können wir direkt hier sehr, sehr gern auch auf Ihre Fragen mit eingehen. Wir hatten letzte Woche noch eine Zuschauerfrage bzw. die Frage eines unserer Trader hier in Zusammenarbeit mit dem Stereo Trader. Wir können ja hier in der Plattform den Stereo Trader auch benutzen. Ich zeige Ihnen auch gleich mal, wie das geht. Da ich sehe gerade, Elena ist live hier dabei. Der Ludger auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich mache Ihnen gerade mal alle hier den entsprechenden Internetplatz auf, wo wir einfach mal auf die Website von Tickmill schauen können, wo Sie den Stereo Trader auch finden. Also das ist die Website von Tickmill. Hier finden Sie alles rund um die Kontoarten, die Instrumente, auch die Konditionen, die sind sehr competitive. Alles das, was Sie brauchen, finden Sie hier. Und dann entsprechend bei den Werkzeugen finden Sie hier auf der deutschen Seite auch den Stereo Trader. Wenn Sie das also interessiert, probieren Sie ruhig mal aus. Ist ein schönes Upgrade zum ganz normalen MetaTrader. Macht in meinen Augen auch absolut Sinn, wenn man sich etwas verbessern möchte. Mit der ganzen Zusammenarbeit im MetaTrader ein paar feine Gimmicks, die wir hier dabei haben. Also einfach mal reinschauen, ist ein exklusives Tool hier im Stereo Trader mit Tickmill zusammen. So, damit genug zu der technischen Seite. Gehen wir mal hinein in die Tagesvorbereitung für heute. Und da startet natürlich wie immer vorab der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Weiterhin ist all das, was ich Ihnen hier erzähle, meine eigene Meinung. Heißt, es stellt keine Kauf- und Verkaufempfehlung dar. Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Wenn Sie mit CFDs traden, bitte vergewissern Sie sich, dass Sie auch genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Ach, ich sehe gerade die Liste. Der Live-Zuschauer wird auch Stück für Stück länger. Hier ist Sven auch von mir. Einen wunderbaren Montagmorgen. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter in der Tagesvorbereitung. Wir blicken heute auf die spärlichen Nachrichten. Ich hatte es ja am Freitag aus meinem Webinar aus Berlin, hatte ich es auch gezeigt. Wir haben heute keine wirklichen Nachrichten aus den USA und Europa, die jetzt den Impact 3, also die höchste Wichtigkeit haben. Wir haben hier, wir hatten heute Morgen von investing.com ein paar Indizes. Heute Nachmittag oder am späteren Abend hier bei uns in Deutschland, FOMC-Mitglied Daly spricht. Mal schauen, was er sagt. Aber so, sag ich mal, Reden von FOMC-Mitgliedern haben immer schon die Möglichkeit, die Märkte zu bewegen. Deshalb sollte man es aber am Rande immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Gerade im kurzfristigen Trading kann das Ganze schon zu dem ein oder anderen Bewegungsspike in der Währung oder im entsprechenden Index mitführen. Andreas, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. So, ich bekomme gerade angezeigt, dass das Mikrofon im GoToWebinar extrem leise ist. Okay, das müssen wir mal quasi eruieren. Andreas, einen ganz, ganz lieben Dank für diesen Hinweis. Ich sehe nämlich hier bei mir im GoToWebinar, das Mikrofon schlägt voll aus. Also das schlägt komplett aus. Lauter kann ich das gar nicht machen. Ich prüfe mal ganz kurz ein was nach. Bitte geben Sie mir einen Augenblick. Ich will ja, dass die ganze Geschichte hier für alle gut ersichtlich ist. Ich mache mal ganz kurz eine schnelle technische Probe. So, ich gucke mal kurz, dass entsprechend die Pegel richtig eingestellt sind. Ja, ich mache mal den Pegel kurz noch ein bisschen lauter. Ich habe den jetzt mal auf knapp unter 100 gestellt. Ich hoffe, dass das jetzt in GoToWebinar passt. So, gut, also an dieser Stelle läuft alles. Ich bekomme die Rückmeldung. GoTo kommt gut rüber. Passt. Dankeschön für die Info, Elena. Dann machen wir weiter hier mit den Märkten für den heutigen Tag. Ich mache da gleich mal den Stereo-Trader auf. Ja, Sie sehen hier gerade noch den Ölpreis. Den hatten wir ja letzte Woche besprochen und ich hatte so die Idee, heute hier mal den
Ölpreis auch als Handelsidee mitzunehmen. Aber am Freitag hat er uns nicht den Gefallen getan, hier im Widerstand bei 60 Dollar schon rumzudrehen. Er ist ja drin hängen geblieben, hat keine Umkehrkerze in diesem Sinne gemacht. Heute sind wir mal ein Stückchen höher geschnipst. Mal sehen, was draus wird. Ja, also da möchte ich mir jetzt hier an der Stelle noch keine Meinung bilden. Aktuell ist der Markt mir hier einfach zu weit hochgesprungen, damit ich sagen kann, hier können wir wirklich eine schöne, saubere Idee traden. Sowas, wie wir hier gehabt haben, dass wir relativ nah nach oben gelaufen sind, wo wir einfach, sage ich mal, Korrekturmuster traden konnten oder hier sowas wie eine Hammerkerze haben wir hier unten nicht gesehen. Also von der Seite her ist es von mir jetzt aktuell nichts, was ich persönlich für mich aus Risikogesichtspunkten an dieser Stelle präferieren möchte. Und aus diesem Grund ist hier der WTI heute auch nicht in die klassischen Handelsideen eingeflossen. Wenn jemand eine Frage hat, beantworte ich die natürlich trotzdem sehr, sehr gern. So, gehen wir mal zum Austral-Dollar, japanischer Yen. Das ist der erste Wert, den ich heute im Blog auch mit drinnen gehabt habe. Hier haben wir mal im Tageschart und wir sehen hier einen Markt, der zwischen zwei, ja, sage ich mal, Bandbreiten hin und her schwingt. Oben 82,223, so über den Daumen, ne? Hier oben dieser Bereich, den ich eingezeichnet habe, hier gab es die Schwünge, hier waren hoch. Hier unten hatten wir die Mark von 78,7, hier unten, wo der Markt immer mal rumgedreht ist. Und jetzt haben wir hier eine interessante Geschichte gehabt. Der Markt ist hier oben drüber schön drüber gelaufen, also hat hier auch eine sehr, sehr weite Bewegung gemacht. Und hier ist auch das passiert, was man erwarten konnte. Nach weiten Bewegungen kommt irgendwann eine Korrektur. Jetzt sind wir wieder hier in diesem, sage ich mal, Schwungbereich der oberen Begrenzung bei 82 hier oben, 82,2, das sehen Sie ja selber. Jetzt wird es interessant, was hier passiert. Ne? Wir sehen ja hier, wie die heutige Tageskerze aussieht. Der Markt, der baut nicht so richtig Kraft auf. Er will hier noch nicht runter, aber wenn er runtergehen sollte, sind mal die nächsten Anlaufpunkte ein paar Tagestiefs, die wir hier unten liegen haben, und zwar um die 81,870. Dann haben wir hier die 81,590 und dann haben wir hier das Tief von 81,244. Da kann der Markt entsprechend auch ganz normal durch diese korrektive Phase hineinlaufen. Er hat natürlich auch die Chance, ganz weit hier runter zu laufen. Das wäre dann natürlich ja ein massives Zeichen, dass dieser Fehlausbruch hier oben ein wirklicher Fehlausbruch war. Also momentan ist es ja einfach nur ein Drüberlaufen und eine Korrektur. Wenn der Markt aber extrem weit runter korrigiert, dann kann man wirklich von einem Fehlausbruch ausgehen. Ansonsten die andere Geschichte, die dann natürlich sehr interessant ist, ist die, dass wir sehen, einfach der Markt lief hier nach oben, hat also sozusagen das Ganze hier negiert, also rausgenommen aus dem Markt. Jetzt sehen wir hier so ein Stück weit laufende Korrektur und interessant wird es dann, wenn der Markt tatsächlich rumdreht. Das heißt, wenn wir dann schön hier oben drüber laufen. Das ist natürlich dann interessant und das wäre das Zeichen von Stärke und dann wissen Sie auch, was sich aufbaut, ein schöner Aufwärtstrend, der dann mittelfristig das Potenzial hat, erst einmal natürlich hier über die entsprechenden Hochs drüber zu laufen, das heißt hier das Tageshoch vom Freitag, gut, das muss erst mal kommen, also das ist erst einmal in der jetzigen Geschichte eine Sache, da muss man den Fokus noch nicht drauf haben, da müssen wir wirklich erst mal warten, dass sich diese Handelsidee in Gänze auch kreiert, das heißt erst mal der Weg nach unten oder der Weg nach oben, da muss ja erst einmal was kommen, weil aktuell stehen wir da, wo wir Freitag auch standen. Geht's nach oben, wie schon gesagt, Tageshoch vom Freitag bei 82,879. Und dann haben wir hier das Hoch dieser Bewegung bei 83,05. Und dann kommen hier noch ein paar Tageshochs. Wir sehen es hier drüben am linken Rand des Charts bei 83,126 und 83,258. Das sind diese, die wir hier drüben an der Stelle haben. Die sind dann als Anlaufstelle nach oben hin zu sehen. Gerne auch wieder der Blick in die kleineren Zeiteinheiten hier. Da sehen wir ja, was da ist. Wir sehen die aktuelle Korrektur in der Freitagskerze. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie uns der Markt anzeigt. Jetzt geht es abwärts und wenn der Markt nach oben läuft, wissen wir, es geht aufwärts. Was haben wir hier? Jeder sollte sehen hier ein Abwärtstrend. Jeder, der das nicht sieht, muss auf alle Fälle in meinen Augen wirklich das Thema Trenderkennung wirklich lernen, weil es nützt nichts, wenn wir hier Handelssignale haben, wo wir entsprechend drüber sprechen und man erkennt nicht, ist es jetzt ein Aufwärtstrend, ein Abwärtstrend, ist ein Trend gebrochen worden. Das sind natürlich hier an der Stelle immer wieder wichtige Sachen. Das muss ganz einfach sitzen. So, und wenn wir jetzt hier eine Umkehr haben, dann würden wir also das, was ich Ihnen gerade hier im Tageschart aufgezeigt haben, also wenn wir sowas hier sehen, einen Schub nach unten und wieder einen Schub nach oben, dann haben wir hier natürlich interessanterweise in der Stunde jetzt auch mal zu sehen, wie so ein Schub nach oben aussehen könnte. Das heißt, wenn wir aus dieser Situation hier jetzt nach oben rauslaufen wollen, dann hätten wir halt in der Stunde die Situation, dass der Trend hier nach oben laufen müsste. Heißt also, hier, ich gehe mal wieder ins Zeichenwerkzeug rein, dass wir hier den Weg nach oben finden. Das heißt, hier
war die erste Bewegung, die ist noch nicht über dieses Hoch drüber gegangen, das heißt momentan laufender Abwärtstrend und hier wollen wir dann in der Stunde natürlich das sehen, was wichtig ist. Wir brauchen in der Stunde einen Aufwärtstrend, der dann diesen Abwärtstrend negiert und da können wir im kurzfristigen Bereich schon mal die Frage beantworten, wer nach uns verkauft. Wir haben hier ein paar schöne Anlaufpunkte im Stundentrend, ne? Und das ist halt das Schöne, wir sehen in der untergeordneten Zeiteinheit wirklich den Trendverlauf dieser starken Abwärtskerze vom Freitag und das ist doch interessant und wie schon gesagt, wenn wir hier höher laufen, bevor wir hier unten angekommen sind, das wäre dann ein schönes Indiz, dass wir wirklich ein erstes Zeichen bekommen, dass der Markt nach oben will. Aktuell haben wir das noch nicht, aber wie schon gesagt, wir geben dem Markt einfach die Zeit, um sich zu entwickeln und müssen dem Markt hier überhaupt nichts vorwegnehmen. So, jetzt räume ich den Chart mal eben noch ein Stück weit auf und dann gehen wir direkt wieder in das nächste Währungspaar hinein. Und zwar gehen wir da in den Euro-britischen Pfund. Na, da ist ja auch viel Musik in letzter Zeit drin gewesen, gerade um das Thema Brexit. Momentan kommen da nicht ganz so viele Nachrichten rum. Wir werden sehen, was passiert. Nächstes Jahr im März haben wir dann Klarheit. Bis dahin muss irgendwas passiert sein. Wenn nicht, passiert trotzdem irgendwas. Das heißt, wir bekommen dann einen ungeregelten Austritt. Aber da müssen wir uns heute noch nicht so viele Gedanken drüber machen. Das wird dann kommen. Ich denke, wir werden auf dem Laufenden gehalten. Was sehen wir hier? Wir sehen erst einmal etwas, was man im Währungsbereich nicht jeden Tag sieht. Wir sehen ein Gap. Sieht man meistens nur zwischen Sonntag und Montag, manchmal auch unter der Woche, aber das, also unter der Woche ist es mir jetzt gar nicht geläufig, dass wir unter der Woche Gaps hatten, aber zu Wochenende kann das schon passieren, weil die Märkte geschlossen sind. So, aber weg davon, wir sind jetzt viel mehr interessiert an der Tatsache, was im Chart los ist. Wir sehen hier sehr schön laufender Abwärtstrend. Wir hatten vor ein paar Tagen schon mal über die Währung gesprochen und gesagt, Mensch, wenn der Markt hier unten irgendwo weiterläuft, mal gucken, wie weit die entsprechende Bewegung auch nach unten geht. Jetzt wissen wir es, wie weit sie gegangen sind. Ja, wir haben ja hier so ein paar Support-Level gehabt, wo der Markt hätte rumdrehen können. Er hat sich dafür entschieden, hier dieses Support-Level zu nehmen aus diesem Tief vom Mai diesen Jahres bei 086.979. Da hat er drauf gedreht. Freitag eine sehr, sehr schöne Umkehrformation gemacht. Jetzt gab es diesen Gap-Schub nach oben. Wird erstmal interessant, was ist. Aber spannend bleibt es trotz alledem, weil aus folgender Gesichtsweise. Wir haben hier drüben, wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, wir sehen ja innerhalb dieses Trends, dieses Abwärtstrend, sehen wir immer schöne, tiefe Korrekturen. Und in vielen, vielen Trends ist es immer so, im Normalfall, solange wie der Trend noch normal und gesund weiterläuft, ändert sich das Verhalten im Trend nicht zwangsläufig. Das heißt also an dieser Stelle, der Markt kann hier auch wieder tief korrigieren. Ne? Wir hatten hier nach diesem ersten Schub eine relativ tiefe Gegenbewegung. Dann ist der Trend entstanden, die Gegenbewegung war auch wieder relativ hoch. Hier wieder weitere Bewegung, die Gegenbewegung war relativ hoch. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir haben jetzt über uns liegen, gut, das Tageshoch hier, was ich eingezeichnet habe bei 87, was ist das gewesen? 7727 hier, dieses Hoch, da sind wir schon mal rangelaufen, wollten aber nicht so richtig drüber. Also da kommt es jetzt mal drauf an, das ist auch das aktuelle Tageshoch, was der Markt hier macht. Schafft er es, sich nach oben abzusetzen, dann haben wir hier erst einmal das Potenzial zum nächsten Tageshoch. Das haben wir liegen bei der Marke von ungefähr 088.005. Das ist mal das Hoch von hier. Dann kann der Markt natürlich noch weiter nach oben laufen. Verraten kann es uns auch der Trendverlauf in der Stunde. Der ist auf alle Fälle schon mal aufwärts gerichtet. Zumindest der Abwärtstrend ist definitiv gebrochen. Also nach oben hin. Wir haben hier einiges am Potenzial. Hier müssen wir einfach nur so ein bisschen beobachten, wie verhält sich denn jetzt entsprechend der Markt. Korrigiert er wirklich wieder tief oder ist es diesmal eine flachere Korrektur und gibt dann schon deutlich eher wieder das Signal nach unten. Das müssen wir abwarten. Wenn er wieder runterdreht, dann steht auf alle Fälle eins im Raum. Nummer eins hier, dieses Bewegungstief um die Marke von ungefähr 086.9. Also hier das Tief, was wir gehabt haben. Hier unten, das ist auch dieser Supportbereich. Schiebt da drunter, haben wir den nächsten Support um die 086.788. Und dann geht es ein Stückchen tiefer bis zum nächsten Support. Das ist dann bei 086.241 an dieser Stelle. Also das mal der Weg nach unten. Und auch hier schauen wir nochmal in die untergeordnete Zeiteinheit, um uns auch mal das Potenzial, das Aufwärtspotenzial einer sogenannten Gegenbewegung entsprechend auch anschauen zu können. Dazu zoome ich den Chart mal kurz etwas kleiner. Und wenn wir uns mal anschauen, wir sehen ja diese schöne Abwärtsbewegung, die wir da gehabt haben, auch hier schön in diesem Trend schwingen nach unten. Und wie schon gesagt, da sind wir jetzt drüber. Das heißt, die ganze Geschichte als Abwärtstrend ist negiert. Wir haben hier einen validen Aufwärtstrend, ja, der gerade nicht so richtig den Fortschritt nach oben zeigen möchte.
möchte. Aber wenn der dann kommt, dann können wir halt die Frage beantworten, wer nach uns kauft. Und da haben wir hier entsprechend die Hochs auch in diesem Abwärtstrend. Das können wir sehr, sehr schön lesen. Das heißt, das wäre einmal hier, das hatte ich ja schon gesagt, in diesem Tageshoch bei 88. Ungefähr bei 0,88. Dann haben wir hier das nächste den nächsten Hochbereich bei 88,5. Und dann haben wir hier das nächste schon bei 88,7, 6, 5. Und dann geht es hier schon mit nach oben. Oder sie richten sich nach Fibonacci-Levels, wie auch immer. Aber wir sehen hier doch, dass einige Potenziale über uns liegen, wenn der Markt den Rebound wirklich angeht und nach oben das Ganze mit umsetzt. So, als nächstes dann in das dritte Währungspaar für heute. Und zwar ist das US-Dollar, Kan-Dollar. Hier auch wieder erst einmal im Tageschart interessant. US-Dollar, Kan-Dollar, halt, der ist hier oben. US-Dollar ist hier. Da ist er. So, jetzt haben wir ihn hier schön wieder auch im Tageschart ersichtlich. Heißt, was ist hier los? Wir sehen es. Wunderbar. Wir hatten hier unten das Trendtief, was hier unten gekommen ist, diesen tiefsten Schub bei 1,27946. Danach hat sich wunderbar ein Aufwärtstrend gebildet. Das ist eine sehr, sehr schöne Situation gewesen. Jetzt stehen wir hier weit in der Bewegung. Der Top vom Freitag ist hier in diesen Hochbereich reingelaufen, um die Marke von 1,32,3. Da hat dann intraday eine kleine Korrektur angefangen. Das muss jetzt nichts Schlimmes bedeuten an dieser Stelle. Das heißt, der Markt kann hier einfach entweder direkt wieder rumdrehen, das heißt den Stundentrend nach oben hin mit fortsetzen, oder aber er korrigiert ein bisschen tiefer. Wenn wir jetzt mal in den Tageschart hineinschauen, rein theoretisch könnte der Markt korrigieren bis hier runter, bis zu 1,30483, das ist das aktuelle Trendtief hier. Meistens, wenn ein Markt stark bleibt, macht er gar nicht so extrem tiefe Korrekturen, dass der Markt jetzt ewig runterläuft. Wir sehen es auch hier, der ist mal runtergespiked, dann wieder hoch. Das ist ein Verhalten, das haben wir hier schon öfter gesehen. Das heißt, hier schauen wir einfach, was gemacht wird. Wie schon gesagt, Anlaufpunkte sind mal Tagestiefs, also hier um die 1,31,4 und hier unten um die 1,30,85. In diesen Bereichen sind mögliche Drehpunkte, wo der Markt wieder nach oben laufen kann, wenn er denn überhaupt tiefer läuft. Das heißt, wenn der Markt nicht tiefer läuft, dann haben wir mit Überschreiten dieses Bereich ist hier oben dieses Widerstandes bei 1,32,3, den nächsten Anlaufpunkt hier um diese Tageshochs hier drüben bei 1,32,9, und dann haben wir schon hier oben diesen Hochbereich, diese Hochmarke hier um die, was haben wir oben liegen, um die ungefähr 1,33 auch 8. Also da ist einiges an Potenzial noch da, was der Markt nach oben machen kann. Wann er rumdreht, wissen wir noch nicht. Aktuell sehen wir auf alle Fälle eins. Das sehen wir auch schon hier in diesem Tageschart, dass der Stundentrend sehr, sehr schön nach oben läuft. Hier sind wir gerade aus der Korrektur, kommen wir raus und laufen nach oben. Und jetzt ist es natürlich wichtig zu sehen, dass der Markt sich fortsetzt. Ne? Hier haben wir mal für die kleineren Zeiteinheiten, also die kleineren Zeiteinheiten traden, das heißt die 5 Minuten in die Stunde beispielsweise. Hier haben wir diesen Abwärtstrend. Die 5 Minuten laufen jetzt auch schon nach oben. Wenn wir hier oben drüber laufen, über diese Marke, die wir hier oben haben, also über diesen Punkt in diesem Bereich 1,32,08 in etwa hier oben, dieser Bereich, dann ist wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dann ist dieser Abwärtstrend hier negiert. Dann laufen die 5 Minuten schon nach oben. Das heißt, man könnte aus den 5 Minuten in den Aufwärtstrend der Stunde auch weiter mit traden. Diejenigen, die abwarten wollen, was die Stunde hier entsprechend macht. Wir sind hier unten schon rumgedreht. Wenn wir hier oben drüber laufen, setzt sich die Stunde fort. Das wäre dann sozusagen auch die Bestätigung, dass zunächst erst einmal der Tag hier entsprechend wieder hochlaufen wird. Also hier auch wieder einiges dabei, was Sie in Ihren eigenen Handelskonzept entsprechend auch umsetzen können im US-Dollar, Kan-Dollar. So, jetzt schaue ich nochmal kurz nach den Fragen hier aktuell. Ich sehe gerade, der Lutz ist auch da. Guten Morgen von meiner Seite her. Andreas, passt. Was haben wir noch? Interessant. So, gut. Ton passt, sehe ich alles, aber Fragen haben wir keine. Danke für die Rückmeldung, wenn Ton und Bild mal nicht in Ordnung ist. Das hilft mir immer an dieser Stelle sehr. Dann heißt, Fragen zu den Charts sind jetzt keine. Dann hatte ich ja vorhin versprochen, es gibt hier bei dem Stereo-Trader eine Einstellung. Wir hatten die Frage gehabt von einem User, der in seinem Chart den Stereo-Trader mit drinnen hat, der Chart aber sehr, sehr klein ist. Also nicht der Chart, sondern dieser Stereo-Trader hier an dieser Stelle. Es gibt, wenn Sie diese Einstellungsmöglichkeiten hier machen wollen, Sie können ja hier drüben draufklicken, da können Sie das Panel einblenden auf diesem Pfeil oder auch ausblenden. Und je nachdem, was Sie für einen Monitor haben, können Sie die Größe dieses Panels entsprechend einstellen. Und da klicken Sie einfach hier mit der Maus, gehen Sie mit der Maus drauf, klicken mit der linken Maustaste auf das Stereo Trader Profil, und dann können Sie hier drüben bei Layout Einstellung machen. Schauen Sie mal, wir haben hier die Anzeigegröße. So, bei mir ist da jetzt klein eingestellt, und wenn Sie hier draufklicken,
Sie müssen mit der Maus draufgeklickt bleiben, weil wenn Sie weggehen, geht das Fenster wieder zu. Also mit der Maus draufklicken, linke Maustaste das Ganze halten und dann können Sie hier sozusagen die Einstellung machen. Normal, groß, extra groß, riesig. Dann haben wir das Ganze noch für Ultra High Definition Displays alles mit drauf. Ne? Und wenn wir jetzt beispielsweise mal auf extra groß gehen würden und dann auf OK klicken, dann sollte jetzt das Bild hier alles viel, viel größer sein. Die Schrift wird größer. Ich mache es jetzt mal wieder zurück auf Small. Hier, also alles wird dann größer angezeigt und hier halt jetzt entsprechend gehe ich wieder auf Small, gehe auf OK, zack, und schon ist es wieder so, wie ich es hier in diesem Moment präferiere. Also wenn es Ihnen mal zu klein oder zu groß ist, können Sie einfach diesen Weg gehen und dann entsprechend das Ganze hier für Sie auch ein wenig anpassen. So, damit also auch diese technische Frage geklärt. Sowas mache ich gern, einfach nur an uns herantreten und dann können wir das Ganze machen. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für Ihre, ich möchte nicht sagen Geduld, aber für Ihre Zeit, die Sie mir hier geschenkt haben, mit mir zusammen in die Charts reinzuschauen. Und dann an der Stelle gute Trades für den Montag. Haben Sie einen entspannten Start in die Woche oder zumindest einen Start, wie Sie ihn sich mögen. Und dann entsprechend morgen wieder hier um 8 Uhr spätestens ist der Block oben und um 8.30 Uhr sehen wir uns im Live-Webinar, um alles wieder hier miteinander zu besprechen. Also in diesem Sinne einen tollen Montag. Ich habe mich gefreut, wieder bei Ihnen sein zu dürfen und dann bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.